Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh, hallo. Zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Wir sind gerade dabei, eine Bank auszurauben. Und es lief bis jetzt nicht ganz so perfekt, aber es hätte auch sehr viel schlimmer laufen können. Also die wissen auf jeden Fall, dass wir da sind. Wieso, warum? Aus welchem Grund? Häuserkampf ist immer sehr gefährlich. Oh. Passt auf den auf. Die lassen den nur da, damit ich den aus den erschieße. Für eine Bank. Das ist ja voll auffällig, dass das schon für Schwarzmarkt-Ding ist. Oder Schwarzgeld. Was? Wieso rennst du hier hoch? Du Idiot. Du Idiot. Du dämlicher. Entschuldigung. Das geschieht ihm ganz recht, das war jetzt. Ah, da draußen sind auch welche. Oh, wer, was, wie, warum? Oh, schön. Verteidigen Sie den Tresor. Bis die Rebellen eintreffen. Ja, danke. Diese Rebellen. Warum wieder so ewig? Schießt weiter. Schaltet die Sicarios aus. Verdammte Granate fliegt. Nehmt das. Noch 2 Minuten. Was bleiben denn die Rebellen hier? Helikopter ist aber sowas von egal.
Glückwunsch, Sie haben eine Community-Herausforderung abgeschlossen. Ja, wow. Tango getroffen. Wer trifft dich denn? Ah, der da. Tango auf dem Dach. Im Dach. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Ah, darum kommen sie. Die Rebellen sind da. Die plündern den Tresor und wir rücken ab. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Unser schöner kleiner Trick hat Nidia Flores überzeugt, dass Pulpo sie hinter ihrem Rücken ausraubt. Sie ist echt stinksauer. Und jetzt jagt sie ihn mit allem, was sie hat. Zum Glück für Pulpo war sein guter Kumpel Wagner so freundlich, uns Pulpos Handynummer zu geben. Wissen Sie, wo er ist? Wir glauben, er weiß, dass Nidia hinter ihm her ist. Er bereitet sich auf die Flucht nach Mexiko vor. Ihr Team muss ihm zum Flugplatz helfen, damit er Suenio Scheiße über Nidia erzählen kann. Verstanden. Wir haben den scheiß Heli. Dieser Sniper ist so geil. So gut. So, dann werden wir wieder nach unten gehen. Weil jetzt haben wir nämlich eine große Quest. Wo? Aber ich gehe nochmal kurz hoch, weil die Rebellen, die hier sind, die muss ich ja natürlich auch retten. So. Ich meine, das werden die Verbündeten von denen sichern. Warte mal, wo ist der Helikopter? Da links rum. Oye, amigo. Mission cumplida. Die Sicarios sind tot und eure Jungs sicher. Muchas gracias. Ohne euch hätten wir den Tresor nicht erobert. Gebt nicht sofort alles aus. Und erzählt herum, dass Pulpo euch geholfen hat, an das Geld zu kommen. Um den Streit anzuheizen? Bueno, ja, mich selbst macht er, als er aussieht. Gracias, Yankees. Ziemlich viele Lichter und Schalter. So, dann... Und der Pulpo ist auf der Flucht. Beschützen Sie Pulpo, bis er außer Landes ist. Ist er in Sicherheit, verpfeift er Flores und bringt Suenio gegen sie auf. Hm. Okay. Hier ist niemand. Doch. Natürlich ist hier jemand. Setze Drohne ein. Nummer 1. Was? Das sah sehr viel mehr aus, als anscheinend da sind. Ich sehe Pulpos Versteck. Warten wir, bis er rauskommt. Erreichen Sie, ohne entdeckt zu werden. Gut. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Hier ist unser Mann. Los! Öffne das Feuer. Boah. Ernsthaft? Mierda, chingada madre! Hay un
puntero de soldados gringos acá. ¡Vámonos! Mist, aufgeflogen. Alter. Tango beim Lagereingang. Willst du mich verarschen? Granate, Vorsicht! Scheiße, der Rücken kann. Ja, wie sollte ich das denn machen? Ich dachte, ich muss den quasi festhalten und halt bei mir auf dem Beifahrersitz tun. Aber offensichtlich muss ich das nicht. Dumm. Ja. Ich musste nur hinter ihnen herfahren. Feinde, passt auf. Du weißt schon, dass das Auto schon vorbei war, als du umgefahren bist. Das ist so. Oh, echt tut mir weh. Verdammt, das war knapp. Nee, es war nicht knapp. Du bist wirklich umgefallen. Du Nudel, du. So, dann, Hey, das sind Feinde. Ja. Nicht welche. Ich sehe Pulpos Versteck. Warten wir, bis er rauskommt. Warum? Verschützen Sie Pulpo auf dem Weg zum Flugplatz. Hier ist unser Mann. Los. Na dann. Los geht's. Bereit für den Angriff. Bandidos im Anmarsch. Feuer frei. Ich lege an. Denn? Was für ein Idiot. So, hey, da sind ganz viele Leute, die auf mich schießen. Ich renn mal auf die zu. Ich meine, der erste Gedanke, den man da doch hat, ist weglaufen. Ich meine, auf der anderen Seite war der Flugtower. Den hätte er mal anpeilen müssen. Dann wäre aus der Schussbahn alles in Ordnung. Alles fein.
Pein. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Erledigt. Feindaktivität. Okay, alles sauber. Hm. Wie dumm. Alles gut. Shit, wir haben Gesellschaft. Bin überrascht. Ich sehe Pulpus Versteck. Warten wir, bis er rauskommt. Aber was sollen wir machen, wenn wir beim Flugplatz sind? Ich meine, ja. Hier ist unser Mann. Los. Wir haben sie aufgescheucht. Festhalten, Leute. Bandidos im Anmarsch. Feuer frei. War das gut oder war das gut? Dann los, ich schieße auf die Ärsche. Lass ihn in Ruhe. Viel Verkehr gerade. Flugplatz voraus. Schützt Pulpo weiter, bis er dort ist. Oh. Bowman, Pulpo hat den Flugplatz von Barbechos erreicht und fliegt nach Mexiko. Sehr schön. Svenio vertraut Pulpo. Nidia hat also Ärger. Jetzt wird Santa Blanca seine Geldwäscheaktivitäten noch einmal ganz neu aufziehen müssen. Weitermachen. Verstanden. Wir melden uns. Nomad Ende. Pulpo ist durch. Wiederhole. Pulpo ist durch. Verschwinden wir. Hm. Keine Ausreden. Wir wollen unser Scheißgeld, Aura. Nidia kümmert sich darum. Svenio? Müssen wir hier etwas ändern? Nidia ist schon seit Jahren eine unserer Besten. Zu viele Jahre. Sie hat ihre Motivation verloren. Ich hatte viele Buchonis kommen und gehen sehen. Als König verlierte man ab und zu Ritter. Doch Nidia Flores war anders. Ich hatte sie schon früh unter meine Fittiche genommen. Sie war für mich das, was einer Tochter am nächsten kommt. Sie war meine Reina. Wenn ich sie an die Wölfe verfüttere, würde ein Teil von mir mit ihr sterben. Ihr kriegt euer Geld, se lo juro. Ich verbürge mich. Enttäusch uns nicht, klar? Sostén tu palabra. Hmm.
Chris Bueno wird von seinen Investoren in Mexiko unter Druck gesetzt. Er verteidigt Nidia. Also gut, gehen wir es an. Die Santa Blanca Kokainautobahn. Jedes Jahr verlassen gut 350 Tonnen Koks Bolivien und erreichen weltweit 20 Millionen Konsumenten. Das heißt, sie setzen damit um die 2 Milliarden Dollar um. Pro Woche. Wie sie das machen? Nur drei Worte. Luft, Land, Meer. Alles koordiniert vom Kopf der Schmuggler, Nidia Flores. La Reina de Belleza. Genau. Die Beauty Queen. Und ihrer rechten Hand. Genau. Gut. Dann haben wir ihn. Super. Das heißt, warte. Wir schauen mal. Schmuggel. Das ist der nächste Schmuggler. Genau, da ist nochmal Schmuggel. Und da ist Riesenschmuggel. Okay, also hier die drei sind Schmuggel. Da ist Produktion. Nochmal Produktion. Haben wir nur noch. Warte mal. Haben wir nur noch drei Schmuggel und zwei Produktion. Zwei Produktion und drei. Ja. Cool. Dann geht's als nächstes hier hin. Aber erst in der nächsten Folge. Sorry, dass wir jetzt das Ganze ein bisschen kürzer halten, aber ich produziere gerade vor, weil die nächsten Wochen werden extrem heftig bei mir. Granate kommt. Come mierda, culeros. Genau, dementsprechend. Explodiert er nicht? Granate fliegt. War das alles? Das ist ein Benzintanker. Na egal. Gut, dann macht's gut. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.